Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Spidey in New York unterwegs. Und ich habe so ein paar Nebenmissionen zwischendurch gemacht, habe einen neuen Anzug gekauft, habe auch noch, den habe ich aber noch nicht vergeben. Wenn ihr mal schaut, hier bei Anzüge gibt es was Neues, es gibt neue Geräte und es gibt neue Fertigkeiten. Wir haben jetzt 2 Punkte zur Verfügung, die ich noch nicht verteilt habe und ehrlich gesagt auch noch nicht weiß, wo ich sie reinpacken will. Das ist so, okay, was würde denn da drunter kommen oder was gibt's hier Schönes? Das kostet dann nochmal 3 Punkte, okay. Ja, drücke Kreis und dann halte einen Gegner zu greifen. Okay, ist auch nicht uncool. Was gibt's denn hier? Na, das ist natürlich nicht ungeil. Erhöht die Reichweite des Lower Takedowns und. Aha, sehr schön. Netzangriff schlägt Gegner beim Hochziehen nieder. Okay, aber ich glaube, ich werde das mal wählen. Und dies hier auch. So, damit haben wir die 2 Punkte auch wieder vergeben. Bei den anderen Sachen möchte ich jetzt gerade nicht schauen. Ich möchte jetzt mit euch die Hauptmission weitermachen. Ja, neue Ausrüstung ist verfügbar. Das ist schön. Und wir machen jetzt weiter. Ja. Und es macht mir weiterhin Spaß. Wie gesagt, gestern Abend einfach mal so ein paar Nebenquests weitergemacht hier. So Fotos geschossen. Ja, halt solche Sachen. So wie ihr sie schon gesehen habt. Mal gucken. Das können wir uns ja mal holen. Das holen wir uns mal, weil es sowieso auf dem Weg liegt. Ach, halt die Fresse. Ich hab die auch lieb. Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Ja. Ach je. Schnauze. Ach komm schon, lass das. Du hast keine Pistole mehr, was? Ja, gefährlich. So. Hau ab. Ups, falsche Taste, verdammt. Eieieiei. Hörst du mal mit auf? Ach, wie blöd war das denn? Naja. Hätte ja klappen können. War ein Versuch wert. Ja, ein Träumchen. Okay. Ja, da geht's hin. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt gesagt, ich werde die Nebenmission an sich im Offscreen machen. Die muss man nicht zwingend aufnehmen. Die wiederholen sich ja im Grundsatz. Ich meine, sie machen trotzdem Spaß, aber damit würde ich das Let's Play im Grundsatz nur in die Länge ziehen. Das hilft euch nicht und mir auch nicht. Deshalb, wie gesagt, wenn ihr mal zwischendurch welche sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann werde ich das auch gerne tun, aber so jetzt effektiv. Da irgendwo müssen wir hin. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Aha. Schauen wir mal, was passiert. Mit dem Handy spielen. So. Okay. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Dann gehen wir da doch mal hin ins Büro. Wo ist das Büro? Das wird wahrscheinlich eine Etage höher, vermute ich mal. Dann sollten wir mal nach oben gehen. Ist mal so eine Vermutung. Ob das passt, weiß ich nicht. Director, das könnte doch passen, oder? Ja, dachte ich mir doch.
Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Sicher? Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück... Ups, das sollte so nicht sein. Und wollte eine Expertenmeinung dazu und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnt ihr mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Die haben aber nicht gesungen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Mhm. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Aha. Sehr merkwürdig. Ja, jetzt haben wir mit ihm gesprochen. Und nun? Warum was genau riskieren, ist die Frage. Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Na, das war jetzt mal abgefürcht. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. War zu erwarten, meine Rede. Hey Kleiner, wie läuft's mit dem wissenschaftlichen Kram? Na, euch habe ich schon angequatscht. Hättest du gern einen elektrischen Rollstuhl? Du hättest einen elektrischen Rollstuhl gerne? Hm. Alles in Ordnung bei euch? Der Idiot denkt, ich ziehe über meiner Tochter ein. Ach, hey, das wäre toll. Sie hat nicht gefragt. Und wird sie auch nicht. Ich gehe nirgendwo hin. Mhm. Das weißt du nicht. Niemand weiß das. Tja, ich gehe nirgendwo hin. Das ist dein Versprechen. Ja, gut. War jetzt nicht so inhaltlich wichtig. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Das war ja noch nicht die Mission, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Doch, das war die Mission. Aha. Abgeschlossen, na siehst du wohl. Ich hab noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Aha. Naja, mir bleibt jetzt gerade nichts anderes, als die Stadt zu erkunden, weil wir haben keine andere Mission. Dann können wir uns mal den Lucksack hier holen. Würde ich mal so sagen. Neue Mission freigeschaltet. Davon gibt es ja eine ganze Menge hier. Tut mir jetzt leid, aber Hauptstory ist gerade mal nicht möglich. Dann geht's da wohl hoch. Hallo? Alle Einheiten. Ein Fahrzeug wird verfolgt. Jetzt gerade nicht. So, wo piept's hier? Da piept's. Peter, Mr. Lee sprach mich an. Geschehen besorgt? Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Niemals. Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Nein. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Mhm. Okay. Keine neue Hauptquest. Dann müssen wir weiter gucken, was wir da machen können. Schönes. Was ist das hier?
eine Nebenmission, die wir nicht kennen. Ich finde, die können wir mal machen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da wir sie nicht kennen, ist ja mal was Neues. Ja. Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Tuxedo ist hier für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur, ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Ja. Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? So, dann machen wir trotzdem erstmal hier. Was ist denn los? Achso. Die Welt ist voller Missionen hier. Aha, was kommt jetzt? Keine Ahnung, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, was jetzt kommt. Abgesehen davon, dass wir ein sich schön veränderndes Bild haben. Ist okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Aha. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Ja, und? Wow. Hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo könnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Mhm. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Aha. Na dann. Geht zur Entgiftungsklinik. Wo soll die sein? Lasst uns mal auf die Map gucken. Ich sehe es gerade nicht. Da ist es. Dann werden wir uns doch mal umschauen. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Dann sag mir doch mal, wo ich hin soll. Na, er gibt mir kein Radar oder was? Doch, da war eben was. Hallo, wo war denn das jetzt? Ich gehe mal nach oben, dann sollte ich es besser sehen können. Ach, da sehe ich es ja auch gerade schon. So, da geht's also hin. 490 Meter. Dann bewegen wir uns doch mal in die Richtung. So. So. Und schwubbidiwupp. Ich mag das Sliden durch die Stadt immer noch echt gerne. So, also, wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Bin ich schon dran vorbei? Ne, er zeigt mir, glaube ich. Ne, da ist es ja. Dann rennen wir mal hier hoch. Da soll es sein. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Nein. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Also. Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Okay. Gerade drauf. Nee, von hier aus wird das nix. So, wie wär's denn hier? Ja, das wird gehen. Nein. Okay. Wird auch nicht besser. Oder meint er von da vorne? Wahrscheinlich. Ne, so wird das nix. Das ist zu auffällig offensichtlich. Von da kriege ich sie auch nicht. Ist sie von hier? Auch nicht. Und hier zu weit weg, verdammte Scheiße.
wie wäre es dann mal darüber vielleicht? Von hier aus. Ja, das wird gehen. Schlecht. Oh, leck mich doch, ey. Ja, das wird gehen. Was ist denn ein guter Blickwinkel deiner Meinung nach? Ziel verdeckt, ja, ach. Ah. Das ist perfekt. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto. Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte schon folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay. Ich schau mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Schauen wir uns an. Hey, du bist... Noch ein Opfer oder ein Komplize? Man weiß es nicht. Ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Drücke L2, um zur Decke zu zielen. Und achso. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weicher. Der Winkel ist falsch. Zeig mal die Pläne. Kannst du mal was zeigen? Ja, genau so. Auch nicht besser. Nein, 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 nein. Hoch. Da, ein Schwachpunkt. Schlechter Blick. Nein, 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 nein. Da frage ich mich ehrlich gesagt, was hier ein guter Blickwinkel ist. So vielleicht? Da sollten wir wegbleiben. Gutes Foto. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Okay. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Gute Frage. Ich muss ihm folgen. Hin. Der ist herunter, der Penner. Ich steige nur aus. Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Was soll ich machen? Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Na dann. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Na, tolle Freunde hat er. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Na, woher weißt du das? Na. Klingt so. Ich lass sie wissen, was ich finde. Na, wir versuchen es mal weiter. Ein Expresszug? Ich darf den Zug auf. Ich muss aufholen. Nein, 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 nein. Ist er jetzt weg? Ah, Scheiße. Knurr. Mal gucken, ab wo es dann wieder losgeht. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Ja, das kannst du mit Sicherheit.
Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean. Ja. Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Mhm, das war's gleich wieder. Klingt so. Ich... Mist, ist der jetzt weg? Naja, war ja klar. Wieso ist der auf einmal so schnell weg? Narf. Das ist doch echt blöd. So. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfall. Etwas dahinter bleiben wäre auch nicht so dumm. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Ich muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub braucht er schon wieder viel zu weit weg. Und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse Sie wissen, was ich finde. So. Das sieht etwas besser aus als vorhin. Ist zumindest mein Eindruck. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Okay, das machen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Er geht zu diesem Bürogebäude. Okay. Ist jetzt die glorreiche Frage, können wir da auch rein? Nein. Ich habe gerade keine Ahnung, Leute. Aha. Ich hab die Pläne, Boss. Gut. Der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Das ist, glaube ich, nicht gut genug gewesen. Das war nämlich nicht grün. Ah, Scheißdreck. Und hier vielleicht besser? Nein. Dann vielleicht von hier. Ziel verdeckt. Das mag er mehr. Jetzt das Teil noch fotografieren. Na, komm. Gut, Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Was macht der da? Erstmal einen Kreis laufen? Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Ach, das schon wieder. Ich hasse das, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist für mich die Hölle auf Erden. Das habe ich jetzt erst einmal auch in der Nebenmission richtig gut geschafft. Ansonsten habe ich da echt immer Prügel bei bezogen. Ja, das meine ich. Ja. Scheiße, wie geht denn das jetzt hier? Ja,
lang nicht gesehen. Oh, ich bin so doof. Nein, ich muss den der andere Scheiße. Der gefällt mir echt gar nicht. Weil das hilft mir jetzt nicht wirklich. Autsch. Alter, wie viele Kugeln. Ja, danke. Okay, Lieben, das soll es auch für diese Aufnahme gewesen sein. Ich werde es jetzt mal aufprobieren und dann weiter aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.